So. Und gehen wir noch zu Markus und tu mal ein paar Sachen verkaufen. Jagdtrophäen dabei. Alle 38. 230 Gold erhalten, okay. Nicht schlecht, anständige Trophäen. Der dann fünfmal teurer verkauft. Na, das sind Schnappschildkröten. Zu denen gehe ich noch nicht hin. Die sind mir dann doch zu krass. Die Lurker mache ich mittlerweile platt ohne Probleme. Aber ich kriege jetzt auch alles von denen. Also, da macht es schon Sinn, die zu töten. Also diese kleinen Brüder von den normalen Lurkern oder von Stammschildkröte. Ich probiere es mal mit der Stammschildkröte aufzunehmen. Okay. Die sind so wie Mallrats. Vom Kampf her. Kampfverhalten. Hier, Zähhaut. Irgendjemand wird sie wahrscheinlich kaufen. Okay. Blutmürte. Hungry Jaws. Da ist nochmal zwei. Versuch die mal anzuschießen.
Du wirst mal Armbrust schießen, dann. Lief nicht optimal, aber immerhin einigermaßen. Hätte ich gesagt. Nichts zu plündern. Komm, den Waran habe ich auch weg. Erkunde ich hier neue Gegenden. Könnt ihr auch noch 3 Lernpunkte in Zwergenkampf reinballern? Eventuell. Wäre interesting auf jeden Fall. Maultiermürte. Weiß nicht. Ich habe einen Fisch gefangen. Fisch gefangen. Hier sind keine Fische mehr da. Ich habe einen Fisch gefangen. 2 Fische gefangen. Da ist nichts mehr da. Wildschweine. Goblin-Skelette. Nacken so schön mit ihren Knochen. Oh, da oben ist ein Schattenläufer. Bei den Keilern. Kann ich noch einen? Oh, da ist noch ein Bär. Okay, ist schon mal gut. Buddlerfleisch, das nehme ich mit. Oh ja, das ist dann auch der Bogen. Übersichtbogen. Kleiner Kicher mit Pfeilen. Buddlerfleisch. Budle, budle, budle.
Boah, 240. Verbrauchter Baum, okay. Neck, Rita. Warte mal, Junge, du warst in letzter Zeit eine große Hilfe. Würdest du gerne wieder etwas Geld verdienen? Wieder ein Problem mit Neck? Nein, er kümmert sich gut um den Weinberg. Das Problem, das ich habe, sind die Tiere, die den Pflanzen zu nahe kommen. Ich fürchte, die Fauna zu verscheuchen könnte Neck überfordern. Okay, ich kümmere mich um die Tiere. Waldräuber dringen oft in mein Kürbisfeld ein und ich erleide dadurch keine großen Verluste, aber der Verkauf von Kürbissen ist immer eine zusätzliche Einnahmequelle. Sieh dich auch in der Gegend um die Teiche hinter meinem Weinberg um. Ich sehe dort oft Lurker und es wäre schön, wenn keiner von ihnen in der Nähe wäre. Außerdem kannst du sehen, was hinter dem Weinberg in der Nähe der Brücke beim Wasserfall los ist. Meine Eltern haben oft dort, sind oft dorthin gegangen. Aber jetzt ist es so gefährlich, weil da einige Monster hausen. Okay. Ja, ich weiß nicht, warum ich mich überreden ließ, zu diesem Weinberg zu gehen. Der Keller mag fast so kalt sein wie unsere Nordmar, aber ich werde nicht den Rest meines Lebens in einem Erdloch verbringen wie eine Ratte. Wenn du eine andere Idee hast, würde ich sie gerne anhören. So schlecht geht, warum bist du dann hier? Diese Geschichte möchte ich lieber nicht erzählen. Sagen wir einfach, ich habe leichtsinnig gehandelt und mir einige Feinde in meinem Heimatland gemacht. Ich hatte die Wahl zwischen dem Tod und einer kleinen Expedition. Wie du siehst, habe ich mich für die zweite Option entschieden. Aber jetzt frage ich mich, ob der Tod durch die Axt nicht besser wäre für als diese Hitze. Lass uns nachdenken. Ich habe keine Ahnung. In diesem Fall gehe ich zurück in die Stadt, aber wenn dir etwas einfällt, weißt du, wo du mich finden kannst. Okay. Der Bruder ist auf jeden Fall schon mal weg. Ich habe so einiges gehört. Wir fahren in der Nähe. Okay. Lief auf jeden Fall besser als erwartet. Ich will jetzt nicht die ganzen Pilzschnitzel essen. War im Verzug. Dann gucke ich mich hier mal ein bisschen um. Halt! Hier gibt es keinen Durchgang. Für den Durchgang wird eine Gebühr erhoben. Jede Form wird akzeptiert, sei es Gold oder ein anständiges Bier. Ich gehe da gleich wieder zurück.
Oh, ich bin schon bald wieder auf dem nächsten Level. Ah ja, okay. Es heilt ganz gut. Hey, du. Hey, Neck. Oh, es wäre einfach, sein Geldbeutel zu klauen. Hey. Okay, dem kann ich nicht sein Geldbeutel klauen. 160 Gold. Geht. Das geht. Nicht genug für eine schwere Kettenrüstung, aber... Ich habe mich so oft treffen lassen. Ich fahre in der Nähe. Okay. Das lief auf jeden Fall besser als erwartet. Die Waldräuber kriege ich einzeln auch gut hin. Dann bin ich mittlerweile stark genug. Muss echt mal was kochen. Kann ich die ganze Zeit über die Heiltränke wegkippen? Als wären sie Wasser. Fangheuschrecken scheinen dein Land zu mögen. Ist aufgefallen, dass sie den Boden über den Häusern deiner Angestellten aufgraben. Wir müssen einen Weg finden, um sie daran zu hindern, hereinzukommen. Ich habe schon eine Weile vor, eine gute Plattform über den Häusern zu errichten. Geh in mein Lagerhaus, da sollte etwas Holz liegen. Nimm es und bereite es den Boden aus. Die Fangheuschrecken sollten sie nicht durchdringen können. Und sieh mich nicht so an, okay? Und sie ist als erledigt. Meine Meinung will ja keiner hören. Wo ist ihr Lager? Im Lagerhaus holen, um es zum Schutz der Fangheuschrecken über den Häusern der Arbeiter des kleinen Beinwerks auszubreiten. Okay. Wo ist das Lagerhaus? Von mir hat er das nicht. Ah. Okay. Wo hast du das denn schon wieder? Das wahrscheinlich. Gibt es nicht irgendwo einen Herd? Das war doch klar.
Da ist auf jeden Fall nichts drin. Oh ne. Fleischbraten. Alle. Mahlzeiten bereiten. Scavenger Kürbisschaschlik. Alle. Ah, okay. Ich habe insgesamt 21 hergestellt. Brateninsekten. Fisch in Essig, Wildschwein auf Wein, mehrjähriger Wein. Dann mache ich alle. Wildschwein. Ach komm, dann mache ich auch alle 12. Fleischmischmasch. Mache ich 5. Gerade hier am Spieß. Da mache ich alle 23. Fischsuppe mit Kräutern. Oh, ich habe einen Fisch noch. Die Kanter Hering. Apfel im Blätterteig. Apfel 55, Scavenger Ei und Milch, okay. Ehrenkompott, Zimt. Fleischpakete. Spezialität des Jägers, gebratenes Wolfsfleisch, okay. Brot mit Fleisch. Den. Und was ist mit Fleisch im Fleisch? Irgendein Fleisch, irgendein Gemüse. Okay, dann gehe ich jetzt nach da oben und tu da mal das machen. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich das tun soll. Das denn schon wieder her? Soll heute den Makros holen und um es zum Schutz erfangen, euch schreckt über den Häusern der Arbeiter des kleinen Weinbergs auszubreiten. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ja, wie mache ich das dann? Ich verstehe es halt nicht ganz. Wo hast du das denn schon wieder? Ah, repariere das Dach. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, einfach so ein paar provisorische Bretter hingenagelt. Mal sehen, ob das funktioniert. Oder ob das hält. Rita. Oh, zeig mal, was du verkaufen hast. Oh, Traubensaft. Getrocknete Früchte. Bärenkonfitüre.